Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge bei Sea Dogs City of Abandoned Ships. So, wir gucken mal gleich mal. Ich glaube, wir hatten noch ein bisschen was zu tun. Das ist erledigt. Und hier müssen wir noch mal ganz kurz noch mal zu den Schmugglern. Ne? Da müssen wir noch mal ganz kurz ran. So, dann segeln wir mal noch mal schnell nach Lamont Hafen. Der Strand. So, legen hier mal an. Jetzt natürlich ein bisschen nachteilig, dass unser Linienschiff gerade keine Besatzung hat, ne? Das ist ein bisschen ungünstig gerade, glaube ich. Pipe down, will you? Others can hear us. So, schnell die Ladung verkauft. Ah, wir wurden entdeckt. Ich meine, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es einen Unterschied macht, ob man das tagsüber macht oder ob man nachts hierher segelt, ne? Wenn ihr da Näheres wisst, könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher. Jetzt wird draußen natürlich wieder eine Flotte warten. Die uns an den Kragen will. So, aber vielleicht haben wir Glück und wir erwischen irgendwas Großes, ne? Muss ja nicht immer ein Nachteil sein, dass man angegriffen wird. So, was haben wir denn hier Schönes? Oh, wir haben mal großes Glück und mal gar keine Flotte. Load the Buckshots! Ganz kurz nach Lamont Hafen gehen. Wir werden, glaube ich, nochmal Mannschaft anheuern für unser Linienschiff, ne? Ist hier irgendwas verändert? Nein, wir sind immer noch Kaperfahrer, sehr gut. Gucken wir mal, ob wir noch ein paar Mannschaften wieder vielleicht kriegen. Ah, leider keine Mannschaften da. Das ist nicht ganz so gut, ne? Hey there, Fred. Have a seat. Share a drink with us. Oh, hat der Gouverneur vielleicht schon wieder irgendeinen Auftrag? Captain, unfortunately, I may keine Arbeit mehr. Have important tasks for you. Da haben wir offensichtlich schon mal nichts mehr. So, dann können wir noch mal ganz kurz zwischenspeichern. Und dann setzen wir mal die Segel Richtung Guadeloupe. Hm? Setzen wir mal Segel in Richtung Guadeloupe. We've got company, Captain. Drei Piratenschiffe. Das ist interessant. Ich? Die Spanierflotte hier sieht interessant aus. Gucken wir mal, ob wir die hier in den Hafen docken können. I see a pennant. 7 Schiffe. Militärtrupp. Und jetzt haben wir natürlich auf unserem einen Schiff keine Dings, ne? Das ist jetzt natürlich gar nicht gut. Linienschiff, Kriegsschiff, Schlachtschiff, Fregatte, Schlachtschiff, Alter. Mit einer Fregatte. Es wäre nicht so schlecht, wenn die so ein bisschen hier mit in den Hafen kommen würden, ne? Beziehungsweise, wenn unser Linienschiff mit in den Hafen kommen würde. Ui, aber die Flotte ist ein bisschen dolle groß. Bin ich ganz ehrlich. Sieben Schiffe ist ein bisschen... Puh. Haben wir halt leider Gottes nicht genügend Mannschaft für, ne, um 7 Schiffe zu entern. Ich meine, wir sind außerhalb der Gefahrenbereiche gekommen. Können mal gucken, ob die sich hier mit reintrauen. Schlachtschiff. Das Schlachtschiff halt eigentlich ganz gerne kapern, wenn ich ehrlich bin.
scheinen sich nicht hier reinzutrauen in den Hafen. Trauen sich, glaube ich, nicht in den Hafen rein. Ich wundere, dass die Festung nicht mal langsam anfängt zu schießen. Das wundert mich ein bisschen, dass die Festung nicht mal schießt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Festung keine Reichweite hat, um die da zu treffen. Zumindest das Schiff, was hier vorne war. Problem ist natürlich, dass der Wind jetzt auch so mega ungünstig kommt, dass wir nicht mal mehr in Reichweite von den Dingern kommen würden. Ah, jetzt wird geschossen, wie es aussieht. Wir halten uns mal ein bisschen näher hier in der Richtung der Festung auf. Der Wind kommt ungünstig, das hilft uns jetzt sowieso nicht weiter. Könnten theoretisch vor Anker gehen. Das ist mega ärgerlich. Das ist mega ärgerlich, dass die so weit gegen die Windrichtung sind. Wir kommen halt nicht dicht daran. Kommen leider nicht ran. Kommen wir leider nicht ran. Müssen halt komplett gegen den Wind segeln. Das dauert halt leider ewig. Aber wir kommen aus dem Hafenbecken halt einfach nicht raus. Das ist halt echt ätzend. Auch wenn das eine coole Chance gewesen wäre, nochmal ein Schlachtschiff zu kapern, aber ich glaube, da werden wir nicht mehr rankommen. Wind kommt halt einfach mega ungünstig. Wenn jetzt der Wind wenigstens noch mal ein bisschen drehen würde irgendwie, ne? Wind müsste irgendwie noch mal ein bisschen anders drehen, dass wir zumindest erstmal auf offene See kommen. Raus aus der Hafeneinfahrt. Irgendwas Großes ist hier auf jeden Fall nochmal in der Nähe. Müsste das Kriegsschiff wahrscheinlich sein. Kommen halt überhaupt nicht vorwärts hier, ne? Segeln hier mit einem Knoten. Müsste es. Oder eine Fregatte? Können wir mal gucken, was es ist? Kriegsschiff. Okay. Gucken, vielleicht kommen wir wenigstens an das Kriegsschiff noch ran. So, jetzt scheint auch die Festung wieder zu schießen, ne? Eindruck, dass die Festung gerade nochmal geschossen hat. Wir haben leider wieder einen leichten Bug hier, ne? Wir haben wieder keine Gun-Sounds.
Wir haben leider wieder keine Kanonengeräusche. Wir haben aber auch eine Reichweite hier. Was gut ist, in der Zeit können wir nochmal nachladen. Derzeit können wir dezent nochmal nachladen. Ja. Können wir zumindest das Kriegsschiff noch holen. Können wir uns zumindest das Kriegsschiff noch holen, ja, ne? Auch wenn wir nicht dazu kommen, das Schlachtschiff da zu kapern. Aber zumindest das Kriegsschiff können wir uns holen. Mindestens das Kriegsschiff konnten wir uns holen. Wäre cool, wenn man uns mal durchlässt hier. Und noch mal ein bisschen was durchlooten. Auch wenn es jetzt keine Riesenvermögen sind. Das ein oder andere Schmuckstück ist doch auch mal noch drin, ne? Haut ab, lasst mich in Ruhe. Die merken, dass ich Wertgegenstände eingesteckt habe, ne? Wollen sie alle gleich einen Anteil haben. Fort mit euch! Müsste ich bloß hier nochmal durch? Und wir hier nochmal gucken können? Ja, eine Gemme, lohnt sich. Wenigstens etwas. Muss ich langsam mal ein bisschen drauf aufpassen, wie viel Patronen oder wie viel Kugeln wir noch haben, ne? War dann jetzt ja so viel mit Dings hier noch rum. Haben wir bald gar keine Kugeln mehr. Naja gut, die Schiffskasse war überschaubar. Billiges Fernrohr. Flasche rum. Theoretisch gesehen könnte man das Kriegsschiff sogar direkt nochmal kapern. Mannschaft sieht nämlich noch gut aus. Sie haben gerade mal einen einzigen verloren. So, Traubenkerne oder Kartätschen haben wir auch noch. Rum kann noch mit rüber. Packen wir mal einen Kapitän rein. Dann nehmen wir mal wieder unseren Baumeister hier. Mal an Land. Die anderen Schiffe werden wir eh nicht mehr kriegen. Oh. Unser Kopfgeld wurde schon wieder erhöht. Das ist heftig. So, was kann er denn? Er ist ein guter Bootsmann. Ich kann Seeleute retten, ihre Knochen richten. Wie gut ist er? 100 in Entern und Verteidigung. Oh. Was kann er so? Naja, ihm fehlt Musketensalve. Hexer, Zimmermann. Aber ich glaube, den nehmen wir trotzdem mal mit. Dann können wir ihn zur Not als Schiffsarzt erstmal einstellen. So. Oder haben wir schon einen. Ah, wir haben schon einen Schiffsarzt. Bootsmann haben wir auch schon. 90 und 89. Jetzt haben wir einen zu viel anscheinend, ne? Das ist ein bisschen ärgerlich, dass der keine Pistolensalve hat. Awaiting your instructions.
Unsere Mannschaft ist voll, sagt er. Wir müssen mal gucken, wer momentan unser Arzt ist. Doktor. Er hat eine relativ hohe Loyalität. Das wäre so ungünstig, den zu entlassen. Der Bootsmann sieht auch nicht so schlecht aus. Wir müssten halt die Gefangenen hier irgendwie mal alle loswerden. Das ist so ein bisschen das Problem. We've got the softest beds in town, I swear. Schaffen wir mal eine Runde. Mal wieder was drin, ist ja. Das Kriegsschiff können wir direkt verkaufen. Brauchen wir auf keinen Fall. Dann müssen wir uns noch mal weiter bewegen nach Guadeloupe auf jeden Fall. Aus. Zu rebellisch. Das ist natürlich gar nicht gut, ne? Sollte man mal ein paar Leute zumindest kurzzeitig... Wobei, wartet mal. Das ist das Kriegsschiff, ne? Da brauchen wir gar keine. Aber hier sollten wir welche anwerben. So, dann haben wir hier schon mal eine gute Mannschaftsstärke. Oh, das sieht schon mal gut aus. So. Es scheint mir auch so ein bisschen so, als ob wir zum Teil immer bloß eine Schatzkarte gleichzeitig aktiv haben können. It's good you've paid me this visit, Captain. Weil das waren bis jetzt alles irgendwie Leute, mit denen wir hier schon gerade gesprochen haben, die eigentlich wieder Schatzkarten hätten im Angebot haben können. Nicht müssen, aber können. Pulver runter. Waffen hier können runter und dann war's das schon, ne? Mehr ist hier, glaube ich, nicht mehr an Ladung, ne? Sieht's hier mit dem Lebensmittel aus? Können wir, glaube ich, noch mal ein bisschen nachkaufen, ne? 21 Tage. Das lohnt sich, glaube ich, hier noch mal ein bisschen aufzufüllen. Etwa für 40 Tage. Ja, das... The best goods for mere pennies. So, dann gucken wir gleich wieder, dass wir unseren überschüssigen Tant wieder loswerden. Gleich wieder alles runterschmeißen hier. Deppert sich, ne? Muss man auch staunen, dass man so viel Gold für so ein paar Weintrauben hier kriegt. Jetzt eigentlich nichts, wo ich jetzt großartig sagen würde, das ist viel wert, ne? Ich meine, ich nehme stark an, die Berechnung wird hier anders sein, weil es halt Heil-Items sind. Das behalten wir mal. Hier füllen wir mal gleich wieder ein bisschen auf. Ist mir sonst ein bisschen gefährlich hier. So, und dann sind wir eigentlich wieder einsatzbereit, ne? Wir könnten theoretisch mal ins Rathaus gucken. Jetzt ist ja wieder, glaube ich, ein Tag vergangen, ob wieder ein neuer Auftrag verfügbar ist. Okay. Kein neuer Auftrag, na gut. Machen wir mal gleich nochmal ein Speicherchen. So, und dann gucken wir mal, wie hoch unser Kopfgeld im Moment ist. 14.000 mittlerweile. Ui. Das ist nicht gerade wenig, ne?
Mal gucken. Die Spanier sind alle wieder weg. Sehr gut. Aquadelu. We've got company, Captain! Es ist Kopfgeldjäger. Ein Schiff unter spanischer Flagge. Leute, Achtung. Einzige Problem ist natürlich mal wieder, der Wind kommt mal wieder katastrophal schlecht. Hm? Wind kommt natürlich mal wieder komplett gegen unsere. Oh, ich sehe gerade, wir haben vergessen, das Schiff zu verkaufen. Ne? Wir haben vergessen, das Schlachtschiff oder das Kriegsschiff zu verkaufen. Load the bombs. Wo da nämlich rankommen. Und sich das, glaube ich, nicht so wirklich. Das ging mal komplett daneben. War natürlich wieder komplett gegen den Wind. The right side, ready to fire. Board them all. Haben wir mal auf die schnelle Art und Weise gemacht. Load the buckshots. Ganz schnell nochmal das Schiff verkaufen hier. Das wollen wir natürlich nicht mit uns rumschleppen die ganze Zeit hier, ne? My shipyard is at your service, Captain. José, 11.000 Reparaturkosten. Oh, Alter, da kriegen wir aber viel für. So kriegen wir dafür so viel. 214.000 für das Kriegsschiff hier. Das ist nicht mal großartig so gut, ne? Hat sehr kleine Kanonen. Okay. Will ich mich nicht beschweren, ne? Da will ich mich jetzt mal nicht beschweren. So, dann brauchen wir natürlich wieder einen Zimmermann, ne? Was denn unseren... Ah, hier. So, sehr schön. Weiter sie. Speichern. So. Wir setzen auf nach Guadeloupe. Jetzt haben wir natürlich wieder komplett den Wind wieder gegen uns, ne? Wind kommt natürlich mal wieder komplett entgegen unserer Fahrtrichtung. Aber man merkt schon, dass wir auch auf der Weltkarte jetzt hier um einiges langsamer unterwegs sind. Hm? Schon nicht so zu unterschätzen. Könnten wir uns theoretisch mal mit einmischen. So, was haben wir denn hier? Patrouille 4 Schiffe unter spanischer Flagge und Patrouille 4 Schiffe unter französischer. Das gucken wir uns mal an. Ach du Gott, das lohnt sich ja gar nicht. Ach du Gott. Das lohnt sich ja mal überhaupt nicht. Ja, richtig kleine Schiffe. Kann man ja schon fast als Beleidigung ansehen. Hm. Direkt weg.
Das Ding ist direkt weg. Noch ein bisschen Ladung eingesammelt. Können wir gleich unsere Kanonen oder unsere Bomben mal verwenden hier. Hat sich erledigt. Laden wir gleich wieder um. Gucken wir gleich, was wir hier noch so an Ladung kriegen. Ja, auch wieder ein bisschen was rum hier. Ah, seht ihr wohl. Gleich noch ein bisschen Ladung einkasten. Wieder auf die Seekarte. Ich staune aber echt, dass wir bisher noch nicht einmal Manowar irgendwie gesehen haben. Echt krass. Holen uns ein, die Piraten. Schaffen wir es vielleicht noch wenigstens ein bisschen in den Hafen rein? Ja, nein, vielleicht. I see a pennant. Wir sind im Haar. Also. Lol, wie ist denn das Schiff hier in den Hafen gekommen? Das Schiff hat sich erstmal reingeglitscht irgendwie, ne? Kurios. Na, normalerweise müsste die Festung das Ding auseinanderschießen ohne Ende, ne? Ich hoffe mal nicht, dass unser Linienschiff aus Versehen mit einer Breitseite die Festung da trifft. Das wäre ein bisschen uncool. Muss man staunen, wie wenig Schaden das Schiff kriegt, ne? Bis auf Mannschaftsschaden. Wenn man mal überlegt, dass das Ding gerade von der Festung beschossen wird. Das ist ein bisschen armselig gerade. Das ist ein bisschen wenig. Kommen aber auch null hinterher hier, ne? Naja, wir lassen die Festung mal machen. Die Festung wird sich schon drum kümmern. Langsam aber sicher werden die schon zusammengeschossen. Schiff segelt eh weiter in die Richtung. Damit ist es hoffentlich bald außerhalb der Reichweite. Hat sich festgefahren, ne? Segelt irgendwie komplett gegen den Wind. Wie unsere Leute oben an Deck rumlaufen, wie die Ameisen. Ich muss gestehen, mir gefällt die Farbgebung von unserem Schiff, ne? Dieser Rotton sieht echt schick aus. Wirkt echt edel. Oh. Mir scheint, das da ist ein bisschen was Größeres, ne? Schwere Kriegsgaleone. Ja, schwere Galeone. Könnte ein bisschen mehr Schaden abkriegen, das Schiff irgendwie. Oh, das Ding kommt in unsere Richtung gesegelt. Okay. Die haben ganz schön viel Segelschaden, sehe ich gerade, ne? Fällt mir jetzt das auf. Ist ja locker ein Viertel unserer Segel runtergeschossen. Da fehlt ja locker ein Viertel unserer Segel. Kommen aber auch nur mit knapp 2 Knoten vorwärts. Echt lahm. Das ist echt lahm.
Satzung ist auch so weit runtergeschossen. Hat die mal auf uns geschossen, glaube ich das? Ja, frech. Oh, gehen wir mal zum Entern über. Einmal Schrapnelle schießen wir mal noch rein. Vielleicht ergeben sie sich dann direkt. Mannschaft dürfte schon mal keine mehr an Bord sein, so wirklich. Ah ja, die ergeben sich mal wieder. So, haben entschieden, ohne Kampf aufzugeben. Ja, gut. So, dann müssen wir mal gucken, was können wir denn hier gebrauchen? Auf jeden Fall können wir gleich wieder ein bisschen was an Munition nachtanken hier, ne? Hier mache ich mal alles mit hier. Pulver ist noch okay. Mehr ist hier nicht drin. Schiff brauchen wir aber nicht. Alter, 8 Geschwindigkeit, ne? Da ist ja ein Ruderboot schneller gefühlt. Wollten zum Hafen. Reparieren wir nämlich gleich mal. So, dann lasst uns mal gucken. Dann holen wir mal unsere Kriegsschiffe hier wieder raus, ne? Would you like some work? Or do you want to put your ship in for some repairs? So, Kriegsschiff Bell of Revenge. Und Kriegsschiff Imp. So. Dann gucken wir mal ganz schnell zum Schiffsbauer. Gucken uns mal die Stats von den Schiffen an. Und dann können wir schon mal aussortieren. The shipyard takes any orders, Captain. As long as you're good for the money. So, Kriegsschiff Bell of Revenge. 11 Knoten. Recht manövrierfähig tatsächlich, ne? Aber bis 24er Kanonen. Gut, das kann schon mal weg. Das brauchen wir schon mal nicht. 100.000. So, und dann haben wir hier noch die Imp. 32er Kanonen. Die wäre jetzt nicht so dolle schlecht, ne? 56 Kanonen. 12 Knoten Geschwindigkeit. Imp. Das ist jetzt die große Frage. Ob die Imp werden wir ruhig erstmal, oder? Ach komm, also jetzt weg damit. Weg damit, was keine Miete zahlt. Was soll der Geiz? Ja, brauchen wir nicht. Und gleich mal wieder nach Ladung. Greetings and salutations, Captain. Now, what can I do for you? So, was haben wir denn Schutz? Waffen haben wir genügend, Medikamente. Boden. Der Rest ist okay, ne? Der hatten wir eh nicht an Bord. Nee. Hier sieht's auch soweit okay aus. Nahrung. Ist alles okay. Guck mal bloß nochmal nach Sachen, die wir hier verkaufen können. Machen wir mal ganz schnell durch. Dürfte aber nicht mehr allzu viel dabei sein, ne? Oster hat man gerade eben erst verkauft. Genau, ist nichts großartig Neues dabei. Dann gucken wir mal nochmal in die Taverne. Ja. Schmuggler müssen wir im Moment eigentlich erstmal nicht. Ich frag mich halt, wo unser Levasseur geblieben ist, ne? What will you have, Captain? Das interessiert mich halt echt. Dann machen wir die Mannschaft mal voll. Gucken wir mal, ob wir noch irgendwelche Infos kriegen. Ja, das ist...
So, für eine Krug Elfriter Quartiermeister eines Schiffes der Westindien-Kompanie die Preise in Port Royal. Aha. Okay, mehr Infos kriegen wir auch nicht. So, dann würde ich sagen, machen wir eine kleine Folgenpause. Nächste Folge werden wir dann gucken. Ach nö, ne? Ja, dann bleibt mir keine andere Wahl. Aufpassen, dass wir nicht aus Versehen irgendwann anders anschießen. Hier eine von den Wachen. Oder machen wir den noch schnell kaputt hier? So. Leg mal die Waffe am besten gleich mal weg, nicht dass hier noch ein Unglück passiert. So, was haben die Burschen denn bei sich? Schon mal. Okay, jetzt aber. Ne, sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Und da werden wir dann, wie gesagt, gucken, dass wir weitere Aufträge für den Gouverneur machen und entsprechend halt unseren Ruf bei Frankreich weiter ausbauen. Lasst euch Däumchen drücken, kommentieren und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei Sea Dogs City of Abandoned Ships. Bis dahin bleibt mir schön gesund, drin gehauen und ciao, ciao.